da ein großes Lager drauf und das Grundlegende, was wir brauchen, draufpacken und dann auf einen anderen Planeten ab. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge Estronia. Ja, dummerweise sind wir gestorben und finden jetzt unser Auto nicht wieder. Was für mich irgendwo unverständlich ist, warum das so ist, dass man eben hier weder einen Kompass noch sonst irgendwas hat, um hier Basis oder Fahrzeug oder sonst was wiederzufinden. Also das muss definitiv noch ins Spiel reinkommen, denn das ist eigentlich eine Katastrophe so. Behaupte ich jetzt mal. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders. Aber es kann nicht sein, ich werde nirgends irgendwo auf einem fremden Planeten ausgesetzt, lande da und habe keine Orientierungsmöglichkeit. Sowas gibt es nicht. Da muss es irgendwo einen Peilsender geben, den ich anpeilen kann, oder was weiß ich, zumindest einen Kompass oder irgendwas in der Richtung. Oder irgendwie sowas wie eine Map. So, das haben wir schon mal. Geladen ist das Ding auch. Und dann kommt das Solarmodul da drauf. Weil das brauchen wir ja. Und hier sehen wir schon mal zu, dass wir ein neues Solarmodul gebastelt kriegen. Ja, nun komm schon. So. Das Solarmodul wird hergestellt. Und wir schnappen uns den Rover. Diesmal jetzt ohne Batterien. Und versuchen, den anderen Rover wiederzufinden. Das wird eine lustige Bastelei. Oder sind wir hier lang gefahren? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Nicht umkippen. Also an diesem Ding sind wir auch noch nicht vorbeigekommen. Und so viel Gemisch hatten wir unterwegs auch nicht. Da ist auch noch mal ein Wrack. Aber auch das haben wir nicht untersucht.
Los, komm. Hey, was machst du? Fahren wir rückwärts. Und das ist das, was ich meine. Das ist irgendwie so ein bisschen dumm eigentlich. Oh, du bleib doch stehen endlich und fahr wieder vorwärts. Was soll der Mist? Also diese Steuerung muss auf jeden Fall geändert werden. Das geht gar nicht. Ja, das ist einer der Punkte. Und der nächste Punkt ist eben, wie gesagt, dass hier was fehlt, wie Kompasskarte oder sonstiges. Ja, und wenn man sagt, Karte, ja, wo soll man eine Karte von einem fremden Planeten? Oh, jetzt fliegt das Ding schon wieder auf den Korb. Wo soll man dann so Karte oder was herhaben? Hallo, fährst du jetzt auch mal gerade da lang, wo du hin sollst? Wo soll man das herhaben? Ja, dann eben eine Karte von den Bereichen, dass das automatisch kategorisiert. Ach was, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt ist der Strom alle. Jetzt geht wieder gar nichts mehr. Ja, dass das automatisch passiert, dass diese Karte gemalt wird, ist doch völlig in Ordnung. Aber dass man gar nichts zur Verfügung hat, um sich irgendwo zu orientieren, finde ich unmöglich. Also das ist ein Ding, dadurch wird das Spiel schon nahezu unspielbar. So, und jetzt haben wir wieder einen Sturm. Sterben wir wieder, ist wieder das Auto weg. Wäre ja schon dreimal an dem anderen Auto gewesen. Eigentlich müsste ich ja sicher sein. Ich sitze ja in einem geschützten Käfig drin. Tja, so wirklich machen kann man im Augenblick nichts. Außer hier dumm rumsitzen und warten. Können im Grunde erst wieder was machen, wenn wir wieder Strom haben. So, Strom haben wir erst wieder, wenn die Sonne aufgeht. Und vor allen Dingen, wenn sie uns dann trifft. Denn da, wo uns der Sturm jetzt hingeschoben hat, weiß ich nicht, ob da dann gleich die Sonne erscheinen wird. Oder ob wir nicht da im Schatten bleiben. Gut. Es geht weiter.
Das ist Basis. Das haben wir ausgebuddelt. Also hier sind wir vorbeigekommen. Jetzt ist die Frage, oh, nun fahr doch. Sind wir da lang oder sind wir da lang? Und ich vermute mal fast, wir sind hier lang. Oder? Nee. Das heißt, wir sind da lang. So, hier und dann hier lang. So, und warum wird uns jetzt nicht das Fahrzeug angezeigt? Hier ist wieder Gemisch. Jetzt will ich doch mal was gucken. Wird uns mit 3 Punkten angezeigt. Das heißt, wir sind hier noch nicht mal irgendwo in der Nähe. So, und den hatten wir schon mal wieder. Da ist auch noch eins. Also da in der Nähe muss das gewesen sein. Und nun fahr doch da drüber. Du hast doch so Riesenräder. Das ist ein Grund, warum der so hin und her hoppelt immer noch. Oh, ich glaub's nicht. Dreh dich doch mal in die Richtung. Fahr vorwärts und nicht rückwärts. Also ich weiß, auf Twitch hatte ich mal einen von den Programmierern, Publishern, weiß ich jetzt nicht, dabei, die sich das mal angeguckt haben und mir auch einiges an Tipps gegeben haben. Ich habe ja die Hoffnung, dass sich das der ein oder andere von denen auch anguckt. Und da kann ich nur zu sagen, also die Steuerung vom Auto muss definitiv
überarbeitet werden. Das ist eine Katastrophe. Es ist fast unmöglich, dieses Auto hier zu steuern. Dann die Möglichkeit, irgendwas wiederzufinden. Ist ja auch nahezu null. Ist nichts. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass ich hier nichts finde. Kein Knubbel in der Erde. Kein Knubbel oben. Oh, nix. Also die Navigation mit diesen Raumschiffen ist definitiv besser. Da sehe ich von oben, was los ist. Okay, und wieder ist der Strom zu Ende. Ja, fassen wir doch mal zusammen. Was im Augenblick noch nicht so rund läuft, ist die Fahrzeugsteuerung. Macht der eine oder andere vielleicht sagen, ja, ist gewöhnungsbedürftig? Nein, die ist ganz einfach unlogisch. Wenn ich nach vorne drücke, muss das Ding auch nach vorne fahren. Habe ich bei jedem Auto so, denn ich sitze drin. Und wenn ich drin sitze, gucke ich nach vorne. Dass ich jetzt eine andere Perspektive hier habe, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ja? Ich sitze im Auto drin und wenn ich sage rechts lang, dann muss ich rechts lang fahren. Und wenn ich sage links lang, muss ich links lang fahren. Vorwärts, rückwärts, genau das Gleiche. Das ist eben diese intuitive Steuerung. Und wenn das Auto rückwärts steht, dann muss ich halt rückwärts drücken, um dann in die Richtung zu fahren. Aber wie gesagt, ich sitze ja im Auto drin und wenn ich diese Steuerung benutze im Auto, dann ist das vorwärts, rückwärts, rechts und links und nicht von wegen vom Blickpunkt aus. Das finde ich absolut daneben. Da mag es vielleicht andere Meinungen geben, ich sehe das so. Dann der nächste Punkt ist, wie gesagt, die Orientierungsmöglichkeit. Ich muss irgendwo eine Map haben. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, ob ich vielleicht auf M irgendwas habe, aber da ist nichts. Na, hier haben wir diese ganzen Tipps mit dem Drehen und so weiter und so fort und dem Andocken und Verbinden und was meiner Meinung nach alles wirklich super gelöst ist. Gar keine Frage. Ja, finde ich prima. Auch hier mit dem ganzen na, was ist, wie soll ich das sagen? Mit den ganzen Forschung und so weiter. Finde ich alles toll. Aber, ja.
Ne, auch hier mit den Kanistern und dass man da wieder was extrahieren kann und so weiter. Oh, wir haben wieder Tag. Finde ich alles toll gelöst. Aber was mir eben. Ja, das zum Beispiel. Jetzt falle ich da runter, bloß weil diese Steuerung nicht funktionsfähig ist. Die funktioniert ganz einfach nicht. Das ist keine Steuerung, das ist Quatsch. In meinen Augen die schlechtestmögliche Lösung. So, und wenn ich sehe, dass ich da jetzt schon die Basis sehe, dann frage ich mich, warum sehe ich nirgends mein Fahrzeug? Ich bin wahrscheinlich schon dicht dran an der Basis. Jo. Ich bin sehr dicht dran. Wie komme ich denn da so dicht dran? Wo bin ich denn da lang gefahren? Einfach nur einmal um den Berg rum oder was? So, Fakt ist, wir müssen forschen. Wenn ich jetzt da zur Seite gucke, wieso fährt der dann zur Seite? Ich drücke die ganze Zeit nur geradeaus. Das war gut. Das war wirklich gut. Ich weiß zwar noch nicht, was das ist, aber zumindest können wir das zum Forschen nehmen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht irgendwie eine andere Bewandtnis. Ja, bevor unsere Energie jetzt alle ist, macht es vielleicht erstmal Sinn, zur Basis zurückzufahren. Warum sehe ich die jetzt schon wieder nicht? Ja, und genau das ist es, was ich so nervig finde. Ich vermute mal, dass die in der Richtung ist, aber das ist noch eine Vermutung. Ja, jetzt sehe ich da hinten was.
5894 bringt das. Okay. Also das lohnt sich dann ja wirklich schon. Damit sind wir einen ganz großen Schritt weitergekommen. Also das Solarmodul hatten wir da drauf gepackt, weil es ganz einfach Sinn macht. So, das muss er mal wieder aufladen. Wir haben ja immer noch das Gemisch dabei. Haben wir noch Kupfer? In dem Fall würde ich nämlich gerne noch eine Solarzelle bauen. Gut, jetzt hat er natürlich viel zu wenig Strom. Wir gucken mal, was wir jetzt noch haben hier oder was wir gebrauchen können. Treibstoffkondensator, so weit sind wir noch nicht. Hydrazinkatalysator, so weit sind wir auch noch nicht. Hämmer, ein Geländeanalysator, keine Ahnung, ob wir das brauchen, wofür wir das brauchen. So, dann gucken wir doch mal. Diese extra große Plattform. Ne, interessant ist auf jeden Fall schon mal ein großes Lager und ein extra großes Lager. Schmale Anpassung, breite Anpassung. Das sind alles diese Sachen, wo ich nichts mit anfangen kann. Feuerwerk. Kran. Bohrkopf. Der große Rover. Geschlossenen Einsitzer. Ja. Gut, den brauchen wir irgendwann auf jeden Fall. Machen wir den schon mal. Aber hier das Shuttle. 3600, das große 8000. Das große würde mich reizen. Da ein großes Lager drauf und das Grundlegende, was wir brauchen, draufpacken und dann auf einen anderen Planeten ab. Aber 8000, pfui. Wie sieht das mit dem kleinen 3600? Ich denke mal, wir fangen direkt mit dem großen an, sonst verbrauchen wir nur unnötig Ressourcen. Lager brauchen wir auch. Und der Sturm sieht aber aus, als wenn er direkt auf uns zukommt.
Der ist dann doch vorbeigezogen. Aber trotz alledem sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.